Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Tja, und ich würde sagen, wir starten auch gleich ins Training, denn wir sind trainingsbedürftig, würde ich sagen. Oh, oder? Ja, ich auf jeden Fall. Mein erster Tag bei der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulation auf Kamino. Natürlich ging es uns allen so. Das ganze Heranzüchten, die ganzen Jahre der Ausbildung, das alles bereitet einen nicht wirklich auf die Schreie oder auf das Blut vor, oder? Ehrlich gesagt wundere ich mich immer noch, dass wir Stunde 1 überlebt haben. Ganz zu schweigen vom ersten Tag. Jetzt musst du dir gleich eine Truppe auswählen und der quatscht uns gleich wieder zu. Die Zeit der Simulationen ist vorbei, Soldat. Dies ist ein echter Kampf und wenn sie hier versagen, lernen sie echte Schmerzen kennen. Und jetzt raus da! Okay. Len 16 ist übrigens am Steuer, also ich bin hier nur gerade fürs Quatschen zuständig. Ich habe Berichte von Aktivitäten am Kontrollpunkt Alpha. Gehen Sie hin und sichern Sie den Bereich. Du kannst auch weiterspielen, er redet trotzdem weiter. Auch wenn du das abbrichst. Okay. Dachte ich. Ja, ich wollte dich gerade darauf hinweisen, warum spielst du in First Person? Warum ich in First Person spiele? Du kannst auch gerne auf V drücken, dann bist du nicht mehr in First Person. Ja. Ich habe das immer nie, ich habe das nie in First Person gespielt. Nee, ich auch nicht, das ist mir automatisch am Anfang eingestellt. Achso. Also ich finde es auch spannender in Third Person zu spielen, weil das gehört irgendwie zu Battlefront einfach dazu, das ist kein First Person. First Person sieht so aus, ja. Das sieht dürftig aus und Third, das ist einfach geil, da ist man Sturmtruppler. Richtig. Aufklärer der Droiden wurden im Bereich entdeckt. Schalten Sie sie aus, bevor sie sich unserer Position nähern. Ich wollte schon sagen, du würdest jetzt schon wieder gelyncht werden, denn es ist eine Klontruppe. Entschuldigung. Ja, Sturmtruppe erst später. Ja. Wir sind ja momentan die 501. der Klontruppen, ja. Genau, wir sind ja momentan hier noch bei den Klontruppen unterwegs. Sind ja hier noch zur Zeit der Klonkriege spielt das ja. Schau mal, wie Schlacht schlecht von Geonosis. Naja, du schaffst es immerhin, sie umzuschießen, das zählt doch, oder? Gute Arbeit. Hoffen wir, dass diese Aufklärer es nicht zu ihrer Armee zurückschaffen. Machen Sie jetzt diesen Feuerregen-Droiden mit Ihren Thermaldetonatoren fertig. Hui. Machen wir einfach mal. Der Feuerregen-Droide sieht übrigens noch mal näher ran. Der schaut in den Filmen übrigens ein bisschen anders aus. Der hat nämlich nicht auf jeder Seite 16 geschützt von diesen Raketendingern. Okay. Siehst du, der hat ja 16 da. Ja. Normalerweise hat er aber 16. Ja, den 16. Nee, aber normalerweise sind es nämlich nur 15 auf beiden Seiten. Also er kann eigentlich nur 30 Schüsse feuern. Wieso 15? Das macht ja... Er gibt ja keinen der, Sinn. Ja, richtig, da fehlt dann einer auf. Normalerweise in dem Film, in der Filmversion. Ich weiß nicht, warum sie es hier umgebaut haben, aber. Natürlich fliegt die Granate durch. Ja. Machen wir es halt einfach so. Gut, aber die Hauptarmee ist hierher unterwegs. Nehmen Sie das abgestürzte Techno-Union-Schiff ein und sorgen Sie für einen sicheren Stand für unsere Truppen. Machen wir. Das war übrigens. Wir haben ihn wir haben ihn nicht mal ausreden lassen, den armen Kerl. Ach, jetzt muss ich es erstmal einnehmen. Alter, du hast die Sensitivität aber krass hoch. Das tut mir leid. Schau mal, da wackel ich die ganze Zeit. Ich bin hart am Zittern. Wir brauchen Gesundheit und Munition. Gehen Sie zum Techno-Union-Schiff und wechseln Sie am Kommandoposten zum Techniker. Wir sind schon am Techniker. Ihr müsst jetzt nur noch wechseln. Ja. Der Feuerregen-Droide, den wir übrigens gerade zerstört haben, der hat übrigens eigentlich einen anderen Namen. Okay, und zwar? Gesundheits- und Munitionsdroiden. Der heißt nämlich eigentlich IG-227 Hagelfeuerklasse Druidenpanzer. Das ist geil, oder? Sicher, natürlich. Ja, ist ein schöner Name. So, reparieren wir mal den hier. Der kann er uns reparieren. Richtig, das ist der Medi-Druide. Und da haben wir noch den Gong-Druiden. Ja, genau. Nicht den Gong-Druiden, leicht zu verwechseln. Der gibt uns wieder Muni. Die KOS haben eine Kolonne Spinnenkampfläufer geschickt. Gehen Sie zum ATTE und machen Sie schnell! ATE. Ja, mach ich ja. Ja. Rein da. Guck mal, so schnell bin ich. Wow. Wie machst du das nur? Keine Ahnung. Jetzt schalten Sie ein paar dieser Kampfläufer aus, bevor Sie ernsthaften Schaden anrichten. Ja, machen wir. Hast du nicht noch ein paar nützliche Informationen für mich? Ja, ich, so ein Informationsgeil. Ja, ich weiß schon. ich hätte noch was zur Geonosis-Auflage. Und zwar sieht der Planet aus wie Saturn. Das weiß man ja eigentlich auch, wenn man die Filme gesehen hat. Also den zweiten Film, wo halt Geonosis sieht. Sind wir nicht auf Geonosis? Ja, sind wir ja, sag ich ja. Und der sieht aus wie Saturn, also wie der Saturn aus unserem. Ich habe verstanden, sieht aus wie Geonosis. Nee. Geonosis sieht aus wie Geonosis. Ja, das wäre ein bisschen... Und der hat ja auch diesen komischen Asteroidengürtel da außen um den Planeten halt rum, wie der Saturn. Und da ist es so, dass dieser Gürtel, da werden so verschiedene Mineralien und so aus abgebaut. Okay. Und die werden dann wiederum auf Geonosis verwendet, um die Droiden zu bauen, weil du weißt ja, auf Geonosis ist ja die Droidenfabrik, richtig. Mhm. Deswegen ist dieser Asteroidengürtel auch sehr wichtig. Da hat der C3PO mal seinen Kopf verloren. Richtig. Er ist einmal nicht cool geblieben. Oder ein bisschen kopflos. Du zerstörst doch schon wieder die armen Spinnendroiden. Ja. OG-9 Spinnenkampfläufer. Nein, es sind OG-9 Spürspinnendroiden Spinnen. Ja. Spinne. Okay, das Spinnen. Lass mal das letzte Spinnen weg. Aber
Sagen wir einfach OG9, Spürspinnendruiden heißen sie ja, eigentlich. Ja, okay. Aber da steht Spinnenläufer. Ja. Spinnenkampfläufer. Das Spiel ist sowieso nicht so ganz korrekt, weil im Spiel hier kannst du auch in diese Dinger einsteigen als Druide. Okay, ich muss ja was anderes machen. Und normalerweise sind diese Dinger gar nicht bemannt, also normalerweise ist da nur so ein Druidenhirn drin, was dann dafür sorgt, dass eben das Ding läuft, wie es laufen soll. Ah, okay. Also auch nur ein Druide. Ja, richtig, es ist eigentlich nur ein großer Druide. Das muss ich hier machen, wechseln wieder, gell? Mhm. Zur Jet-Truppe. Oh. Allerdings hat es, haben sie diesen... Jetzt möchte ich auch nicht zu unterbrechen. Holen Sie das Hologron und bringen Sie es zum Kontrollpunkt Alpha. Wer weiß, was für Geheimnisse sich darin verbergen. Ach ja, die guten Holocrons kennen wir noch aus Star Wars. Ach, das war da oben? Ja, natürlich war das da oben. Ich wollte einfach nur so nach oben. Ach so. Einfach nur, weil du fliegen kannst, richtig, oder? Richtig. Ach Gott. So, hier wird er ober. Hä? Was? Ja, das mit dem Fliegen ist nicht so ganz einfach. Das funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Hallo? Ach, mit dem Holocron kann ich nicht fliegen. Ja, ja, genau. Okay. Die KOS hat sich im Klippenbunker verkrochen. Gehen Sie hin und übernehmen Sie ihn. Das verschafft uns einen großen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Ja, sollten wir mal machen. Ich, ja. Diese Spinnenkampfdruiden haben übrigens auch so eine besondere Persönlichkeitsmatrix. Also nicht so diese normale Matrix, also nicht dieses Matrix? Nicht diese Intelligenz, die an einen normalen Soldaten angepasst ist, sondern so eine spezielle. Okay. Und ja, der Sinn davon ist, dass sie eben Verhaltensweisen haben, die normalerweise eher unberechenbar sind. Also diese Spinnendruiden sollten auch eher unberechenbar agieren. Also das ist hier Teamkills und so. Teamkills zum Beispiel, ja, das ist immer sehr gefragt. Jetzt wird sich mal auf die Kommandopistole, wie sie hier genannt wird. Kommandopistole, ja. Ja. Aber sie tut ihren Zweck ganz gut, oder? Also wenn ja, sie nicht gerade wenn sie nicht nachladen gerade überhitzt. Achso, die war überhitzt. Die überhitzt nur, die hat unendlich okay, Schuss. Ja, ja. Das ist eine Laserwaffe. Mit leichten Lasergeschossen. Ja, also unendlich Schuss ist trotzdem. Irgendwann müsste man sie ja trotzdem mal aufladen. Hat kein automatisches Feuer. Muss ich immer klicken. Vielleicht hört ihr das sogar in der Aufnahme. Ja, weiß ich gar nicht. Die Maus ist echt relativ weit weg, aber wahrscheinlich hört man es trotzdem leicht. Okay. Du beweist schon wieder, wie gut du zielen kannst. Ja, genau. Und jetzt mach Bumm. Schade. Hat ja toll geklappt. Ich bin ein super Zieler. Ich kann... Hey! Geh aus dem Weg. Du bist echt ein prima Zieler. Vor allem, wie du das hier machst, das ist Wahnsinn. Ey, diese Droiden, ey. Das hat mich jetzt aber gewundert, weil normalerweise schalten sie immer auf die Pistolen um, wenn sie relativ nah bei dir sind. Der hat jetzt einfach dich direkt erledigen wollen. YOLO. Ja. Hat gesagt, hey, für was habe ich einen Raketenwerfer, damit nicht den Drachenburschen erledigen kann, richtig, beziehungsweise den 16 in dem Yolo Fall. YOLO Mabolo. Ja. Katolo, Ting Tang Tolo. Ich habe keine Ahnung, was du für eine Sprache da gerade versuchst, mit mir zu sprechen. Len 16-onisch oder so? Len 16-isch, wenn schon. Len 16-isch. Wenn schon, denn schon. Lenschisch. 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 Jetzt wird's echt irritierend. Ching Chong? Nein. Ching Chong? Nee, das ist was ganz anderes, ganz andere Sprache. Jetzt wollte ich schon wieder einen Witz auf Kosten einer ethnischen Gruppe machen. Ja, das ist besser, das machst du nicht. Nee, das unterlasse ich. Ich glaube, du musst ein bisschen nach oben, du musst hier... Jetzt kommt hier erstmal... Okay. Ja, ich versuch's ja, aber hier sind Droiden. Ja, ich sehe es. Das sind KUS-Armee. KUS. Ja. Ja. Du musst dir ein paar Kopfnüsse verteilen. Na, was? So, jetzt hätte ich auch, jetzt weiß ich, welchen Witz du, glaube ich, machen wolltest, aber den sage ich jetzt nicht. Danke. Bitte. Na komm. Ui, der ja. Bildschirm. Das war Aua. Das war Aua, ja. Das war sind schmerzhaft. Viele. Ja, oh nein. Das war viel einfacher, als wir zu sechs in einem Team waren. Ja, das war... Online. Ja. Gemeinsam. Nachdem wir es überhaupt mal zum Laufen gekriegt haben. Das war richtig, ja eine einzige Katastrophe, das Spiel zum Laufen zu bringen. Super geil. Super geil, deswegen müssen wir es jetzt halt hier so zu zweit für einen Bildschirm zocken. Ich glaube, wir können es auch einfach die Truppe wechseln. Weil der ist ja eigentlich eher so da, um schwere Sachen zu zerstören. Also zum Beispiel die Spinnenkampfläufer zu zerstören. Nein, ich wechsle die Truppe nicht. Nicht? Die Spinnenkampfläufer gehen ja ziemlich leicht kaputt, weil es reicht schon, wenn du denen ein Bein abschießt, weil dann können sie nicht mehr laufen. Da fallen sie einfach rum. Auch hier? Hier nicht. Ja, hier kannst hier du nicht. Nee, leider nicht. Dafür haben sie halt den Vorteil, dass sie so auf diesen Schlachtfeldern hier, auf diesen etwas, ja, sagen wir mal, nicht ganz so geraden Schlachtfeldern gut vorankommen können und auch ziemlich schnell vorankommen können. Ja. Wo ist ein Geonosianer, bitte? Geonosianer? Oder der Geonosianer? Das ist eine insektoide Spezies mit einer Königin. Echt? Der hat eine Königin? Ja, die sieht man auch in Clone Wars, was du wieder nicht gesehen hast. Also in Star Wars mit Clone Wars in der Animationsserie. Und sie haben auch noch einen, der diese, ja, sagen wir mal, der sie regiert. Und das ist der Pockel der Geringere. Den ja, sieht man auch in der Arena, aber, richtig. Genau. Das ist der mit dem Gehstock, wenn ihr euch erinnert, in Episode 2. Ich bin einfach zu heiß für diese Knarre. Ja, dieser Gehstock ist auch ziemlich cool von ihm. Der ist nämlich aus einem seiner politischen Gegner gefertigt worden, aus den Knochen. Tja.
Also ist auch ein sehr netter Kerl. OP. Du hast ihn in den Kopf geworfen. Ja, wieso bleibt die nicht kleben? Ich will Klebegranaten. Ich glaube, du solltest mal die Klasse wechseln, sonst wird das hier nichts. Ich gehe aber erstmal ganz nach oben. Dieser eine hält mich auf. Ja, richtig. Dieser eine. Es reicht ein Druide, um den Len 16 aufzuhalten, ihr seht schon. Ja. Ja, nerv nicht. Alter, der stirbt nicht! Oh nein, was fällt ihm denn ein? Okay, hier ist gar keiner. Ich glaube, ich hätte einfach direkt hierher kommen sollen. Ja, solltest du auch. Ich lass mich erstmal heilen. Das ist eine gute Idee. Ganz ruhig. Die kommen aber meistens wieder um die Ecke da gerannt. Du solltest da so auch ein bisschen auf der Hut sein. Wie, um diese Ecke? Ja, um die Ecke da vorne, siehst du? Genau die. Genau die, die ich im Blick hatte die ganze Zeit. Genau. Und dann, wo ich mich einmal wegdrehe, weil du sagst, die könnten von da kommen, kommen sie von da. Ja, genau die Ecke. Das ist gut. Kannst den Kontrollpunkt auch nicht einnehmen, wenn wir in der Nähe sind. Ja, ich weiß. Ich wollte nur nochmal. Aber ich versuche nur gerade wegzugehen von denen. Achso, den hast du übrigens schön runtergeschmissen, den letzten. Ja. Richtig schön Granaten platziert. Hast du gut gemacht. Ich bin gut. Ja. Habe ich auch nie angezweifelt. Hat gut gemacht. Sehr gut hat er es gemacht. Ja. Ich sehe dich. Wow. Ja, er sieht dich auch. Das ist bezweiflich. Aber er ist sehr fähig mit den Raketen. Der schießt genauso daneben wie du. Ja. Wir brauchen ein paar Scharfschützen, um einige Droiden auszuschalten und die KOS-Truppen zu schwächen. Schnappen Sie sich ein Scharfschützengewehr und schalten Sie ein paar Droiden aus. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ich will das Ganze nur authentisch machen, weil ich bin ja Klonkrieger. Ach so, ja, klar. Was? Du musst drei Typen erledigen mit deinem Scharfschützengewehr. Erstmal hinknien, wie dieses Scharfschütze so macht. Zoomen? Ach, nochmal drauf drücken. Ja, genau. Was? Daneben geschossen. Nein, ich habe ihn getroffen. Achso, ja, der vielleicht. Du musst nur auf die Lebensanzeige gucken. So. Das war ein Geonosianer, der zählt nicht. Unfair. Tut mir leid. War aber nicht Poggle, der. Ey, rollt da doch nicht! Poggle war übrigens auch der Erfinder des ersten Todessterns. Puff! Die Spinnenkampfläufer machen Hackfleisch aus uns. Okay. Er übergibt ja auch die Pläne in Episode 2. Stimmt. Ja, richtig. Stimmt. Der hat nämlich die Pläne gemacht. Genau, genau. In dem Raum, der im Battlefront 1 zu reingehen. Da kann man reingehen in Battlefront 1, das stimmt. Battlefront 1 kann man reingehen. Das ist, ich finde die Geonosis-Karte in Battlefront 1 auch besser. Hier nicht, ne? Nee, hier. Also sieht. Ich weiß nicht. Nee, der ist hier, glaube ich, nicht auf der Map. Also Battlefront 2 ist schon geil. Vor allem die Kampagne mit den ist Neuerungen, cool. Ja. Aber. Die Maps waren bei Teil 1 fast noch geiler teilweise. Richtig. Kannst du kurz mal links runtergehen? Ich habe auch noch jemanden. Nach links unten? Du meinst in eine Höhle eines Geonosianers? Ja, das ist ja nicht eine Höhle eines Geonosianers, das sind ja so ein Stamm, aber die haben überall so den Planeten untertunnelt. Also ja. Das ist so wie so die. Jetzt hättest du beinahe mein Leben auf dem Gewissen gehabt. Das würde mir natürlich unendlich leid tun. Ach verdammt, ich habe ja keine Granaten. In dem Fall habe ich auch nicht mal was davon, dass du stirbst, weil das Level nur du spielen wirst. Also. Wow, schon wieder was? Ich habe dich nicht zugehört. Ich hätte keinen Vorteil davon, wenn du stirbst. Also. Ja, das ist das hast du nie. Doch, sonst kann ich dann, wenn wir uns abwechseln und du stirbst dann zum Beispiel bei Force Unleashed 2, dann durfte ich spielen, siehst du, da hatte ich dann einen Vorteil. Aber das ist in dem Fall nicht so. Der rennt schnell, du. Wow. Aber nicht ewig, der links unten siehst du die Ausdauer, die geht runter. Ich weiß, sie ist jetzt im Roten. Was musst du überhaupt machen? Ich muss, ja. Ja, was war deine letzte Aufgabe? Ach, du musst zum Kommando-Point solltest du gehen und dir nicht. Aber ich wechsle erstmal die Waffe. Du solltest aber eine schwere Truppe dir nehmen. Das war deine Aufgabe. Verdammt. Nehmen Sie Ihren Raketenwerfer und geben Sie einer Spinne eine Kostprobe schweres Feuer. Da hörst du mal, wie gut ich zuhöre. Ja, ich sehe schon. Prima, prima. Aber dafür bin ich ja da. Dieser Laser übrigens ist ziemlich stark von denen da oben. Dieser obere Laser. Siehst du den, der da immer auf dich feuert? Welcher, der obere? Ja, der ist echt. Ich würde gerne feuern, aber wieso kann... Ich habe null Schuss. Ja, musst du erstmal zum Gong-Druiden gehen und deine Munition wieder auffüllen lassen. Mensch, ey. Und aufpassen, dass sich der Spinnendruide nicht abschießt. Ja, sie sehen mich beide nicht. Du, 4. Der Laser ist normalerweise dazu da, um irgendwelche Schutzschilde zu zerstören. 7 Schüsse. Das sollte reichen. Oh, mehr geht auch nicht. Ja, ich will mein Leben aber noch ein bisschen aufladen. Okay. Ich ziehe das Let's Play ein bisschen. Kannst du gerne machen. Ich kann nichts dagegen unternehmen, also. Du kannst ja noch ein paar Sachen sagen. Ja, ich sag die ganze Zeit Sachen. Was, echt? Ja, ich wollte nämlich gerade, habe ich noch über den Laser erzählt, dass der ziemlich stark ist und auch dazu benutzt wird, um Schilde zu zerstören. Oder eben, da kannst du sogar ganze Gebäude einreißen, also Mensch, das Ding ist wirklich übel. Da sollte man doch Deckung geben. Ja, ich nehme mich ja im 8 vom Laser. Ja. Nur der Laser ist momentan nicht das Problem. Nicht? Nee. Schade. Den kannst du sogar zur Flugabwehr einsetzen, den Laser.
Das echt? Ist echt. Mhm. Ja klar, wenn da so in der Luft ist und da fliegt was durch. Puff. Scheint zu funktionieren irgendwie. Okay, sehr viel bringt es nicht. Ich find's aber schade, dass man die Feuerringpanzer nicht mehr sieht. Au! Ich glaube, du hast ihn aber erledigt, oder? Nein. Schade. Sehr schade. Wo starte ich? Ganz hinten. Wieso habe ich den ausgesucht? Warum mache ich das, Drachenbursche? Warum? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin bei dir manchmal auch etwas sprachlos, aber... Ich habe keine Ahnung, was du davor hattest. Da konnte man unter seinem Rock gucken. Oh nein. Da siehst du, dass er tatsächlich eine Rüstung unter dem Rock anhat. Ja. Das ist hier nicht so der Schotte. Das wollte ich schon immer... Ein schottischer Klonkrieger, das wäre so, amüsant. Der trifft doch, oder? Nein. Ja, doch. Einer. Der Window ist auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Ein Lichtschwert ist nützlich gegen diese Droiden. Reduzieren wir die Verstärkung der KOS ein wenig. Mace Windu ist da, der ist cool. Wie hat der Dings das gesagt? Mace. Hat er nicht Mars gesagt? Nein, er hat Mace gesagt. Verdammt. Wir sind hier nicht bei Mars Attacks. Wie sagen sie in den Filmen? Mace. Das heißt Mace. Find dich damit ab, auch wenn du immer Mars sagst. Das ist Mars Windu. Ja. Er ist übrigens auch ziemlich mächtig, also zählt nach Yoda zu den mächtigsten Jedi. Jedenfalls damals, ja, und zu dem dann Zeitpunkt. Einfach nur ein Fenster runtergeschmissen, toll. Ja, gut, der Imperator ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, da musst du auch aufpassen. Du musst übrigens 9 Druiden gerade noch zerlegen. Ja, wieso? Ich habe doch schon 2. Ja, echt, aber gerade eben schon noch 9, keine Ahnung. Vielleicht hat der eine nicht gezählt. Das ist unfair. Mace Windu war übrigens auch Padawan von Yoda, also wurde von Yoda ausgebildet. Ja, das weiß ich. Das weißt du sogar? Ja, das weiß ich. Und wusstest du auch, wie sein Padawan hieß? Du hast es gestern gesagt, ich hab's wieder vergessen. Ja, es war Depa Billaba. Hast du den gesehen, wie das Schwert wieder zurückgeflogen ist? Habe ich den Geonosianer noch bekommen? Depa Billaba sagt dir wahrscheinlich wenig, oder? Wenig, weil die in Clone Wars vorgekommen ist, gell? Nein, ist egal. Ach nee, die kommt ja im 1er auch mal. Richtig, in Episode 1 sieht man die nämlich. Stimmt, da war was, ne? Ja, da ist sie nämlich Teil des Jedi-Rates auch. Aber irgendwann ist sie dann in den Klonkriegen der dunklen Seite verfallen. So. Das war dann relativ schnell Ende mit ihr. Zack! Er war übrigens auch einer der jüngste Jedi, der jemals dem Rat beigetreten ist, also als er beigetreten ist damals. Der Mace Windu. So, mein Schwert ist auf Flugabwehr. Übernehmen Sie Ihren Bunker im Norden. Ich versuch's. Und er hat übrigens als einziger Jedi auch diesen amethystfarbenen Lichtschwertkristall. Ja. Aber auch nur, weil mein Samuel Jackson den damals haben wollte, warum auch immer. Hat er wahrscheinlich Samuel. Super gefunden. Ja. In der Clone Wars, in dieser Zeichentrickserie, also nicht in der Animationsserie, sondern in der Serie, die nur Star Wars Clone Wars heißt, da hat er auch noch so ein Kampfflugzeug und das ist auch so dieselbe Farbe wie sein Lichtschwert. Also okay. Einer von diesen Jedi-Jägern. Lol. Achso, die Flügel halt dann. Oder komplett? Ja, nee, komplett. Komplett in der vom Anakin ist ja gelb am Anfang in Episode 3 und er ist halt so lila, aber das ist nur ja, in der Clone Wars Serie. Ja, aber der ist ja bloß eingefärbt, der ist ja nicht überall gelb, das sind ja bloß die Flügel gelb. Ja, aber ja, schon mehr. Also ziemlich viel ist jedenfalls gelb. Ja, gut, das Ding besteht auch hauptsächlich aufs Flügel. Hat so einen Winger an sich, ne? Mhm. Hast du schon genug erledigt? Ach nee, du musst den Kontrollpunkt einnehmen. Ja, du musst den Kontrollpunkt einnehmen. Ach so. Ah! Gute Arbeit. Blöder Sniper. Möge die Macht mit Ihnen sein. Und mit dir. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Jawohl, wir haben es geschafft. Ich bin ja richtig erstaunt über deine Leistung. Was? Ey, das war positiv gemeint. Glaubst du mir nicht? Unglaublich, aber die 501. überlebte den Schmelztiegel von Geonosis. Kampfgestählt und zu allem bereit, was der Krieg verlangte, ging sie daraus hervor. Tja, was verlangt Dirk? Was der Krieg verlangt, das werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Mission wieder klären. 61-3, ne? Hast du dich ja gar nicht mal so doof angestellt. Wobei, da steht der Abschlussorgie hatte dieser Drachenbursche, der muss ja echt gut sein. Schon lustig, wenn ich in dem Spiel Drachenbursche heiße und du spielst, gell? Ja. Du kannst übrigens auch fertig ändern. Ja, sollten wir ändern. Du kannst übrigens auch fertig machen, wenn du möchtest. Achso, gehen wir dann nicht in die nächste Mission direkt. Nee, dann kommen wir wieder ins Hauptmenü. Du wirst sehen. Siehst du? Wir sind wieder im Hauptmenü. Wir können uns noch das Raumtraining anschauen. Das ist leider nur anschauen, nicht mitmachen. Hat auch eine klasse Qualität. Willkommen zum Raumkampftraining, Kadett. Wenn Sie heil zurückkehren wollen, sollten Sie sich mit den Grundlagen der Raumjägersteuerung vertraut machen. Ihr Kreuzer wird angegriffen. Steigen Sie schnell in einen Raumjäger und starten Sie aus dem Hangar. Setzen Sie Ihren Schub ein, um im Raum zu beschleunigen oder bei Ihrem Anflug auf einen Hangar zu bremsen. Da jede Sekunde zählt, verfügen die Schiffe über einen zusätzlichen Schub. Lassen Sie sie nicht entkommen. Aktivieren Sie die Zielverfolgung, um sie zu verfolgen. Sie können fliehen, aber verstecken können Sie sich nicht. Die Distanzanzeige verrät Ihnen die Entfernung zum Feind und ob er über oder unter Ihnen ist.
Raffinierte Piloten erfassen ihre Feinde. Raketen suchen ein erfasstes Ziel. Das ist der beste Weg, einen Feind loszuwerden. Setzen Sie Bomberweise ein, um feindliche Schilde und schwere Ziele im Randbereich auszuschalten. Landen Sie im feindlichen Hangar, um dort anzugreifen, wo der Feind am verwundbarsten ist. Überraschen Sie ihn, indem Sie per Transporter Verstärkung mitbringen. Ihre Jäger sind mächtigen, voll bewaffneten Hauptschiffen nicht gewachsen. Piloten können Ihnen durch ein bisschen Sabotage helfen. Schalten Sie die wichtigsten Systeme von innen aus. Gegen eine Zeitbombe oder Raketen haben diese Ziele keine Chance. Jetzt haben Sie das nötige Wissen, um im Weltraum zu überleben. Wenn Sie weiteres Training und einen Vorgeschmack auf den Kampf wollen, spielen Sie Aufstieg des Imperiums. Viel Glück, Kadett. Möge die Macht mit Ihnen sein. Dankeschön, Dankeschön. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut vorbereitet, würde ich sagen, auf die nächsten Kampfrüstungen. Wir haben zwar keine Ahnung, wie die Tasten funktionieren, aber das finden wir dann schon irgendwie raus, denke ich mal. Hoffentlich. Ja. Ich würde sagen, dann starten wir auch ins neue Spiel, allerdings im nächsten Part. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit und möge der Len 16 mit euch sein. Servus.